In der 33. Landtagssitzung in St. Pölten wurde eine Aktuelle Stunde zum Thema Bildungschancen wahren, Schulen und Kindergärten offen lassen abgehalten. Hier der Bericht. Eröffnungsrednerin Elvira Schmidt von der SPÖ betonte, die Schule sei nicht nur ein Ort, wo Wissen vermittelt werde, sie sei auch der Ort, wo die Kinder sozialen Kontakt suchten. Von den aktuellen Schulschließungen seien Eltern, Kinder, Pädagoginnen und Pädagogen sehr überrascht gewesen. Das ist ein Punkt, den wir sehr kritisieren, und das ist ein Zeitpunkt gewesen, was in einen Chaos geendet hat, weil sehr viele Schulleiterinnen und Schulleiter haben dann am Sonntagvormittag ihre Kolleginnen und Kollegen in die Schule beordert, weil sie gemeinsam entschieden haben, und ich bin sehr dankbar für diese Kreativität und für diese Spontanität der Kolleginnen und Kollegen, um den Kindern eine bestmöglichste Lösung anzubieten. Weiters kritisierte Schmidt, dass die FFP2-Masken, die der Minister bereits vor Wochen versprochen habe, nicht an die Schulen geliefert würden. Bis gestern, und ich sage bewusst bis gestern, fehlten diese an den meisten Schulen. Abgeordnete Indra Colini von den NEOS hielt fest, dass die Bildungsschere mit jedem Tag weiter auseinanderklaffe. Alle seien dafür gewesen, die Schulen mit regulärem Unterricht offen zu halten. Es ist also wirklich unverständlich, dass die türkis-grüne Bundesregierung den Präsenzunterricht abgedreht hat, niedergefahren hat. Und niedergefahren hat, wissend, dass der Schaden, der dadurch verursacht wird, wesentlich größer ist als der Nutzen. Weil Schulen niederfahren, das heißt Chancen niederfahren. Grüne Abgeordneter Georg Ecker meinte, es gebe eine große Bandbreite zwischen Schulen offen zu halten und gänzlich zu schließen. Dass das gewährleistet. Wie schaffen wir sichere Schulen? Denn eines ist auch klar, auch in der Schule gibt es das Ansteckungsrisiko. Da gibt es viel Angst von Lehrkräften, da gibt es viel Angst auch von Kindern, die Krankheit mit heimzunehmen. Und auch das müssen wir immer berücksichtigen. Abgeordnete Vesna Schuster von der FPÖ sagte, man habe den Eindruck, dass die Regierung nicht gewusst hätte, dass im September die Schule beginne. Nach der ersten Schulschließung, die einfach nur ein reines Chaos war, folgt jetzt wieder die Schließung der Schulen, ich meine damit den Entfall des Unterrichts. Aber nicht geordneter, nicht vernünftiger, nicht mit einem Plan, sondern genauso wirr und chaotisch wie beim ersten Mal. Auch SPÖ-Abgeordnete Karin Schindele kritisierte, dass es keine rechtzeitigen Konzepte für die erneuerten Schulschließungen gegeben habe. Kinder und Lehrer seien durch den Wind. Wenn ich dann an diesem Tag als Personalvertreterin der Pflichtschullehrer auch noch von Lehrpersonen an anderen Schulstandorten erfahre, dass die versprochenen FFP2-Masken zum Schutz der Lehrkräfte noch immer nicht angekommen sind. Wenn ich darüber informiert werde, dass die benötigten Laptops und Endgeräte nicht in ausreichender Stückzahl vorhanden sind, sondern Schulleitungen entscheiden müssen, wer ein Endgerät bekommt, ja dann frage ich mich, wie kann so etwas passieren? Abgeordnete Michaela Hinterholzer von der ÖVP entgegnete, man durchlebe schwierige Zeiten. Die Infektionszahlen in Österreich seien drastisch gestiegen und jetzt gehe es darum, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert werde. Und was das Schließen oder Öffnen der Schulen anlangt, so hat sich unsere Frau Landeshauptfrau und auch unsere Landesrätin bis zuletzt dafür eingesetzt, dass der reguläre Schulbetrieb weitergeführt werden kann. Man hat immer gesagt, es sei die Ultima Ratio, das Schließen der Schulen und des regulären Schulbetriebes. Aber letztendlich, meine Damen und Herren, waren es die exorbitant gestiegenen Fallzahlen, die entschieden haben. Die dritte Landtagspräsidentin Karin Renner von der SPÖ sagte, im Zusammenhang mit den Infektionszahlen hätten in Österreich im Vergleich zu Deutschland schon früher die Alarmglocken läuten müssen. Ich kann mich an ein Gespräch mit Herrn Obgenen Wening erinnern, das hat am 15. Oktober dieses Jahres stattgefunden. Da hat die Frau Merkel, der ja sogar vorgeworfen wird, dass sie nur moderiert und so wenig klare Ansagen trifft, die Aussage getroffen, Deutschland droht Unheil. Und in Deutschland gab es an diesem Tag 6.000 Fälle. In Österreich gab es 2.000 Fälle. Wir kennen das alles leicht rechnen, mal 10 durch 10. Es hätten eigentlich die Alarmglocken läuten müssen, haben sie nicht getan. Anstattdessen wurde am selben Abend eine Verordnung für Abhaltung von Christkindlmärkten vom Gesundheitsminister verabschiedet. Das ist wirklich sehr dürftig und das war mir wichtig. Danke.